Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Runde Angry Birds Epic und wir starten durch hier im Schiffbruchriff. Wir möchten ja die drei Vögel hier befreien und ja, schauen mal, wie wir das Ganze reißen können. Erste Runde im Schiffbruchriff. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Wir haben jetzt unseren Samurai, wir haben unsere Druidin und wir haben diese zwei kleinen hier, wo ziemlich viel wie nennt man das hier, Debuff-Schaden machen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die beiden als erstes. Einmal angreifen und genau. So, einer ist zumindest mal weg. Dann hat da hinten drauf einen Debuff drauf. Gut, es geht noch von der Heilung her. Deswegen nochmal ein Schild drauf. Wir lassen sie angreifen. Lassen ihn auch noch mal vorbeischauen. So, und alle kriegen ein bisschen Schaden ab. So, beide sind vergiftet. Wir sollten ein bisschen heilen. Werden. Einmal. Und den Vergifter hauen wir weg, dass unser Dachschaden alle geht. So, einmal hier. Einmal hier heilen. Und auf ihn drauf. Zack! Okay, nochmal dasselbe Spiel. Einmal hier, einmal heilen. Und einen direkten Angriff drauf. Okay, in dieser Runde sollten wir jetzt noch keine Tomate einsetzen, oder? Keine Chili einsetzen. Weil jetzt wird wahrscheinlich die nächste Runde wird ein bisschen Schaden kommen. Deswegen warte ich die Runde lieber noch kurz ab. Lass ihn seinen Angriff machen. Zack, die anderen sind ja weg. Jetzt können wir diesen nochmal roten geben. Zack, einmal. Ich darf ein bisschen heilen. Und es geht weiter in den Angriff. So, nochmal das gleiche Spiel. Sichern. Wir heilen hier dagegen und lassen ihn angreifen. Nochmal, einmal, zweimal. Ach, spätestens jetzt müssen wir noch haben. Ja, jetzt gibt es einen Latschen. Sehr schön. Ja, das war's. Schiffbruchriff. Und es gibt noch Wasser und Beeren zusätzlich. So, wir sind gespannt, was wird passieren. Gibt es noch eine kleine Story? Oder einfach nur ein neues Level? So, nee, es gibt nur ein neues Level. Okay. Dann machen wir morgen weiter. Neue Runde bei Angry Birds Epic. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao.